Willkommen zurück bei Dead Space, Folge 20. Wir waren die letzte Folge dabei, diesen Asteroiden loszuwerden. Und ich bin da ja ein bisschen ratlos rumgelaufen. Jetzt mittlerweile weiß ich auch, was ich tun muss. Die beiden letzten Ankerpunkte sind draußen. Wir machen also einen kleinen Spaziergang machen wir. So, ich muss mal kurz gucken. Jetzt warte ich hier, bis die hier weg sind. Dann springe ich da raus. So. Und raus mit mir. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich da reinschieße. Da schieße ich so. Hilfe, Nebenaufgabe erfüllt. Was ist denn los? Ich muss auf jeden Fall... Oh, ach! Ja, kein Wunder, dass ich hier so rumschreie. Komm, verpiss dich. Jaust. Verpiss dich! Oh, noch mehr. Noch eine. Auch weg mit dir. Scheiße, nachladen, nachladen. Komm, schädig davon. So, jetzt muss ich einmal... Ich weiß es gerade nicht. Achso, ich muss einfach A drücken. Ja, komm. Legion hin. Gut, das ist unser Notsender. Jetzt müssen wir noch eben... Achso. Fix. So, mal kurz den hier kaputt machen. Ja, Isaac. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Nein, lass mich rein. Puh, so. Gut, toll. Es war klar, dass das passiert. Eigentlich wollte ich nur kurz rein und wieder rausrennen. Ich dachte eigentlich, wir schaffen das jetzt eben. Naja, ich könnte es jetzt auch damit erklären, dass ich jetzt ein bisschen länger nicht gespielt habe. Ne, daran lag das jetzt, sonst wäre mir das überhaupt nicht passiert. Ich würde jetzt mal kurz gucken, wie weit wir hier sind. Oh, ich glaube, der hat... Genau, ich kann einfach direkt wieder weitermachen, ne? Jo. Gut. Haben wir denn Luft dabei? Nein, haben wir nicht. Nein. Ist ja auch Quatsch. Davon halte ich nicht viel, ne? Das ist ja... Das wäre gegen meine Prinzipien. So, gut, komm, mach dich weg. So, und jetzt schnell raus. Nein, warte, warte, da! Ah! Scheiße. Ah, ich wollte gerade sagen, wenn man einmal mit der Animation angefangen hat, dann... Verpiss dich. Wo ist der andere? Wo ist dein Freund? Da war er doch gerade, oder? Hä? Ach da. Komm. Scher dich weg. So. Gut. Jetzt packen wir unser Signal hier drauf. Wie wir es geplant hatten. Bip, bip, bip. Machen jetzt ganz in Ruhe. Hä? Was soll ich sagen? Wir müssen jetzt... Zack. Dich verlangsamt. Da reinballern können. Schnell auf die andere Seite. Ja, Isaac, Isaac, ganz ruhig bleiben. Achtung. So. Ladung 8772 läuft. Ist nicht mehr gesichert. Ende des Vakuums. Jetzt springen wir schnell hier hin. Puh, so, geschafft. War doch gar kein Problem. Wir sind an der Decke. Wir müssen runter. Glaube ich zumindest. Also wir müssen ja jetzt hier den Asteroiden losschicken können, ne? Da. Da müssten wir das können. Oder? Asteroiden abschießen, ja. Okay. Müssen wir es doch nicht. Gucken wir mal ganz kurz, was die Mission sagt. Asteroiden abschießen. Gesender ist angebracht. Jetzt muss ich zum Kontrollraum und den Asteroiden zum Schiff schießen. Okay. Also auf zum Sender. Ich guck mal ganz kurz, habe ich noch ein kleines Medipack oder sowas? Nee, ne? Nehmen wir mal kurz das hier. Und wieder rein ins Warme. Ende der Schwerelosigkeit. So gut, was passiert hier wieder auf dem Rückweg?
Natürlich. Guck mal, als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. So. Dann wieder diesen Aufzug hier. Und wieder nach oben. Scotty, beam me up. DDD. War hier immer schon Feuer? Eigentlich nicht, oder? Aber wir müssen auf jeden Fall für den anderen Aufzug müssen wir die Batterie mitnehmen. So, hallo? Kommst du denn aus hier, aber. Was soll denn jetzt hier dieses Feuer? Das ist doch Quatsch. Ist jetzt hier auch überall Feuer? Als wenn das hier nicht eben schon schlimm genug gewesen wäre. So, hier lang. Okay, okay, okay. Ah, fuck, natürlich. Okay. Ja, wir haben einen Schutzanzug an, war gar nicht so schlimm. Damit, ja, das war doch klar. So. Das Abendessen wird in 10 Minuten im Speisesaal serviert. Okay, dann beeilen wir uns jetzt besser. Ich muss hier nur noch kurz ein ganzes Raumschiff retten. So, ach, warte, den Fehler hatten wir schon mal. Zack, und komm. Langsam und tief eindringen. Ja, hat geklappt. Ne, immer vorsichtig. Kennt ihr, ja? Hm? Ah, da geht's lang. Ah, oh nee, nicht die Autos wieder. Auf euch habe ich keine Lust. So. Abbruchsteuerung. Da liegt natürlich eine Leiche. Hallo Leute. Muss ich überhaupt hin? Ich glaube schon, ne? Ja. Gut, Energieknoten. Ja, ach so. Ich hatte gerade schon. Was ist jetzt schon wieder los? Wir looten aber erst. Ganz in Ruhe, wir haben hier keine Eile. Oh. Schmuddelheftchen am Arbeitsplatz. Na, na, na. Wenn das die Mutti wüsste. Also wirklich. Gut, und jetzt werden wir diesen Asteroiden los. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay, der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Ja, gut. Erstmal werden wir alle wahnsinnig, wie wir gerade hören. Ne? Sie sieht ihren Bruder. Da. Ja. Quarantäne wurde aktiviert. Fickt euch. Was ist mit dir? Komm, weg, weg. Oh, wow, fuck, von hinten. Genau, auch dich. Auch dich, Vicky. Oh, fuck. Hallo, was ist denn los mit denen? Ja, genau. Ja. Puh. Ich sag doch, euch fick ich alle. Quarantäne aufgehoben. So, Medipack und Munition. Ja. Gut. Wo war ich? Ne? Wir werden ja langsam wahnsinnig. Sie hat ihren Bruder getroffen. Wir haben unsere Freundin getroffen. Ich weiß ja jetzt, kann natürlich auch sein, dass sie noch lebt. Weil sie hat ja eben mit uns interagiert, so. Aber, ne, ist schon ein bisschen komisch, finde ich. Und außerdem, es wundert natürlich niemanden, dass das nicht klappt auf Anhieb hier. Wir müssen erst wieder irgendwo hin. Wo
gut, egal. Nichtsdestotrotz, einer muss es machen. Wer ist es? Der Isaac. Na, los, weiter. So, komme ich jetzt nur da lang. So, Dali. Wir müssen jetzt wieder zurück zur Brücke. Heißt, wir müssen... wie ging es hier denn nochmal raus? Zur Brücke. Der Sender ist unterwegs und sendet ein klares Signal. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass jemand es auch empfängt. Die Chancen sind nur minimal, aber es ist unsere einzige Hoffnung. Kendra meint, mit dem Common Array stimmt was nicht. Was heißt, dass wir nicht hören können, wenn uns jemand anfunken will. Ich muss zurück zur Brücke und es reparieren. Nun gut, ich meine, war nicht Verarbeitung da, wo wir hin mussten? Also da, wo wir wegkommen? Ich meine, wir mussten nicht nach ganz oben. Mal gucken, ob uns hier wieder jemand besucht. Ach so. Nee, das war schon falsch hier, ne? Ja, ja, genau, das war falsch hier. Okay, okay. Und ich dachte gerade schon, der Aufzug wäre jetzt in den Arsch gegangen. Hallo, Kollege. Ja. Ich hatte ja irgendwie noch mit irgendwem von euch gerechnet. Gut, okay, das ist jetzt mal meine Safe Zone. Ich sagte gerade Safe Zone. Was zur Hölle? Was seid ihr denn für unsympathische Teile? Okay, die haben... Na. Wir haben ein bisschen was von Alien, ne? Obwohl sie etwas wurmiger wirken. Warte mal. Haben wir schon wieder keine Munition dafür? Ach so. Ah. Ich dachte gerade so, warum zur Lilette nicht nach der Boy? Na gut. Dann haben wir die jetzt besiegt, ne? Haben die irgendwas dabei? Bestimmt nicht, ne? Bestimmt nicht. Oder sind das... Die sehen schon komisch aus. Oder sind die aus einem rausgekommen, dass sie so... noch einzelne Gliedmaßen sind, quasi? So mit... nur noch mit... mit Anhang, sag ich mal. Hm. Naja, wir gehen eben kurz zum Shop. Haben wir irgendwas, was wir... Oh, genau, ein Halbleiter Gold haben wir. Haben wir Impulsgewehrflammenwerfer, Laserkanone. Ich würde ja jetzt mal einfach so sagen, wir kaufen ein bisschen Plasma-Energie. Gut, das müsste reichen. Und dann speichern wir. Speichern wir. Ja, kommen wir doch. Ja, kommen wir speichern. Das machen wir. Hm, wie viele Energieknoten haben wir im Moment am Start? 2. Also können wir einen gebrauchen. Weil ich gehe doch mal ganz stark davon aus, dass auf der Brücke gleich wieder irgendwas richtig Abgefucktes auf uns wartet. Gut, Rick, TP, nee. Plasma-Cutter. Können wir tatsächlich nicht mehr viel aufrüsten. Nachladegeschwindigkeit ist halt langweilig. Sagt der Ripper dazu. Kapazität, sagt er. Die Strahlenkanone sagt auch. Na, dann rüsten wir hier mal die Kapazität auf. Nun gut. Was haben wir denn da jetzt? Oh, hoppala, wollte ich gar nicht. 10 Stück. Ja, gut. Öffnen. Los. Ah, das haben wir. Ja, gut. Oh,
ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern. Das ist wirklich ein ganz kleines bisschen her, dass ich das hier gespielt habe. Das letzte Mal. Ah ja, ach so, so. Ja gut, dann haben wir das Kapitel ja mal wieder geschafft, wa? Erfolgreich wie immer. Kapitel 7 ins Leere. Abgeschlossen. Natürlich speichern wir wieder, das ist ganz klar. Kapitel 8. Suchen und Retten. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Aye, aye, Captain. Machen wir. Ich bin mal gespannt, wann wir wieder auf Hammond treffen. Da bin ich wirklich gespannt. Weil ich glaube ja nicht, dass der einfach so in der Ecke gestorben ist, ne? Der wird sich doch bestimmt noch irgendwie ganz krass verabschieden. Ach, ist denn hier ist... Ja, 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 ja. Wer wartet da wieder auf uns? Nein, wir nehmen noch keins. Also noch kein Medipack. So, wir müssen da vorne irgendwo hin. So, was kommt denn jetzt hier auf uns zu? Ja, ah ja. Ja, natürlich euch, Boys. Na, komm. Wir kriegen sie alle ihre Fett weg. Komm, komm. Fettmam, hier, komm. Du auch. Komm, schieß. Schieß doch. Hä? Diese Zölle hat ja gerade nicht geschossen. Und ihr beide auch. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Na komm. Wie schießt der zwischendurch? Ich habe keine Ahnung, was er hat. Auch du wirst gefickt. Na, auch du bist dein Fett weg. Komm hier. Komm mal zu Papi. Quarantäne aufgehoben. Wo ist der hingeflogen? Also irgendwas war gerade komisch. Ich stand vor dem, dann konnte ich nicht schießen. Also irgendwas stimmt da nicht. Die Scheißsteuerung. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Medipack. Die haben wohl alle was dagelassen. Die finde ich relativ einfach. Man muss einfach nur auf diesen. Ja, auf diesen. Auf den Bombenarm, nenne ich ihn mal, schießen. Dann war es das mit denen ja schon. Ach, guck mal, das Ding hat sich ausgeweitet. Dabei haben wir es doch eigentlich besiegt, oder? Dieses hier noch den Leviathan gestötet. Gut, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ich würde auch sagen, wir laden. Na, wir laden mal eben die Waffe nach. So, genau. Jetzt machst du wieder alles ganz geschmeidig, Isaac, ne? Mir erstmal richtig Angst machen. Ebene 1 geht nicht. Okay, dann... Dann, ne? Ebene 3. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Okay, wir können uns den abhören. Herr Mensch, das war ja eigentlich Quatsch. Oh, der Dr. Mörker, der lebt doch auch noch. Okay, warum? Hier waren wir doch schon. Warum liegen hier wieder neue Sachen? Ah. Alles komisch. Oder? Ich meine schon, dass wir hier schon gewesen sind. Bloß, dass es hier jetzt auch dunkel ist. Ja, guck mal, er wieder.
Ja, boah, den. Ja, den Mixer. Blöder Mixer. Der hält vor allem auch so viel aus, der Spacko. Na komm. Komm, stirb. Stirb, 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 stirb. Na, ah! Ich weiß auch gar nicht, wo ich bei dem hinschießen muss. Mein Gott, ey. So eine krasse Munitionsverschwendung, das ist ja unmenschlich. Ist jetzt tot, oder was? Ich würde sagen. Aha! Ich will nachladen, Mist. Munitionsverschwendung, da krakeelt ja auch noch wie so ein Depp rum. Na, was... Was matscht denn da? Den benutzen wir eben. Achso, das bin ich hier, oder? Ja, nee, ist klar. Der Spastenteil, Alter. Ah. Guck mal, schieß mir da unten drauf. Ist das so gut? Findest du das so gut? Naja, ja. Gibt nicht gerade. Oder muss man die Teile da kaputt machen? Na komm. Ist das? Kann man? Muss man? Ach, ernsthaft, man muss die Dinger kaputt schießen. Gut, warum sagt mir das denn nicht eher jemand? Ich habe da immer so viel Munition dran verballert in den Teilen. Jo! Guck mal, Freunde. Ich hab hier noch ein bisschen eine Kettensäge. Oh, die war dahinter, ne? So. So, Dali. Hey. Gott. Hast du noch was? Du hast nichts dabei, du Schwein. Gut. Dann habe ich ja noch. Oh, ne? Muss auch was gelootet werden. Habe ich ja doch noch was dazugelernt. Ich muss auf diese scheiß Schleimbolzen, die der in der Wand haut, schießen. Da habe ich vorher überhaupt nicht drauf geachtet. Naja, gut. Man lernt ja nie aus. Auch im toten Weltraum nicht. Und damit haben wir es mal wieder geschafft. Die Folge ist wieder zu Ende. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir Kommentare und Likes dalassen würdet. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!